Das ist in der Diebe nicht zu unterschätzen. Oh, auf so Anhöhen ist immer ganz gut, mal hochzuklettern, weil A, hier liegen dann immer wieder Kisten, die man sich holen kann oder sonstiges. Oder man kann halt einfach auch die Gegend genießen. Ne? Ich glaube, da hinten über meinen Kopf hinweg, da sieht man die Stadt, die Hauptstadt. Wir gucken mal kurz auf die Karte, wo wir uns überhaupt befinden. Ja, weit gekommen sind wir noch nicht. Ich weiß, dass man hier unten in der Gegend definitiv noch was zu erledigen ist. Ich will aber eigentlich da hoch. Ja. Und das Problem ist, es wird irgendwann dunkel. Ja. Also muss man irgendwann. Ja, da haben wir schon wieder so einen. Nee, das war falsch. Manchmal verklicke ich mich noch. Ja, meine Tanks, die machen das schon. Mein Tank, der macht das schon. Oh. Ich auch mal todesmutig mal in den Kampf reingehen. Nee, ich sammle die Kohle ein, die anderen sollen mal kämpfen. Ja, komm mal her, hier. Dich mach platt. Na. Oh oh. Tja, die Frage ist, ob man mal so einen aufgespießten Sp So. Ich halte immer noch im Spiel die Luft an, weil ich einfach noch nicht so das hundertprozentige Gefühl habe für den ganzen Kram hier. Ja, so, mal hinspuren. Okay, aber meine zwei Tanks, die machen ihre Sache eigentlich super gut. Also auch der Morty, der nicht so stark ist wie der eine Tank da, der ist wirklich gut drauf. Wir laufen jetzt mal hier diese Sachen hier ab. Naja, mal rein da. Ach, der hält aber. Der hält aber einiges aus hier, der gute Mann. Hui. Obwohl er brennt. Ne? Ui. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Au, ab. Kommst du jetzt? Ja, der hier. Du könntest mal umfallen hier. Aber will er nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich one-hitten. Ja. Oh! Wir hatten nie geholt. Oh oh. So, aber schnell weg. Ja, das war's. Und das Schlimme ist, ja, ich habe nicht gespeichert. Und jetzt zeige ich euch, ja, wie scheiße das ist. Achtung!
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, diese Quest ist einfach noch zu hart. Ja, aber ich kann's ja jetzt nicht ablehnen. Ja, das ist ja das Blöde. Ich muss ja diesen Knilch mitnehmen. Ja. Neuer Versuch. Mal gucken, wo wir landen. So, und Schluck KW. Ja, das dachte ich mir. Habe ich den? Ja, den habe ich drin. Ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Also es kann natürlich auch sein, dass diese Diebesgegend halt einfach nicht der Weg ist, wo ich hin muss, weil letztendlich, können wir auf die Karte gucken, ist natürlich jetzt alles weg, ne, ist ja klar. Hier, da gibt es so eine Wegeburg in den Bergen. Ich denke mal, wenn wir da einfach mal komplett da hochlaufen und dann versuchen, hier links rüber zu kommen, dann wird es wahrscheinlich besser sein, als wenn wir hier unten nochmal langlaufen. Das war sowieso die falsche Richtung. Das probieren wir jetzt mal. So, dann nehme ich euch nochmal ein bisschen mit. Schnellreisefunktion ist übrigens ein Spurten. Aber es kostet natürlich Stamina. Aber die Helden hier, die Jungs, die sind immer mit dabei. Die laufen immer mit. Ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass ich ein bisschen regelmäßiger speichere, weil die Kontrollpunkte sind, ja, ich möchte nicht sagen, nein, unfair ist da gar nichts, ja. Weil es gibt, man kann jederzeit. Man kann jederzeit manuell speichern, also so gesehen finde ich, ist es auch kein Problem. Können wir da oben lang? Nö, ich glaube noch nicht. So, hier am Wegsrand, das ist auch immer ganz witzig, da kann man immer hier Öl nachfüllen und so. Man muss aber eine leere Flasche dabei haben. Das ist ganz gut, um halt seine später, wenn man im... So, ein bisschen Action hier. So. Das ist das, warum ich den Assassinen mag, ne? Also man kann wirklich zu zwei sehr schnellen Waffen wechseln. Das macht mir irre viel Spaß, so zu spielen. Das hat so ein bisschen für mich mittlerweile den Style von, keine Ahnung. Ah! Ein bisschen so den Style von früher, von World of Warcraft, was ich auch mal gespielt habe, jaha. Das war auch immer witzig, ja. So, den fahrt hier hoch mal, hä? Wartet mal, wir gucken auf die Karte. Hier schon hoch? Irgendwie nicht, ne? Ne, das ist zu früh, oder? Gott, das ist immer so schwer zu erkennen, ja. Obwohl, da lang, da hoch. Doch. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Hier hoch und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier links irgendwie abzweigen können. Ne? Und dann würden wir hier rüberkommen. Ne? Das ist schon ein kleines Stückchen. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin, da bin ich mir ganz sicher. Hier werden auch mit Sicherheit irgendwo wieder Banditen rumlaufen, die mich dann schön abnerven werden. Schon wieder. Wolf Hunting Packs, sagt er, ne? Ich muss sagen, Dragon's Dogma ist für mich so ein Überraschungsset. Keine Ahnung, ich habe auch lange dran gezweifelt, ob das funktionieren kann. Ob das vor allem nach Demons und Dark Souls, die ich absolut liebe, diese Spiele, überhaupt für mich was sein könnte. Aber wie gesagt, das ist der Knaller. Guck mal her. Gerade die Mages hier, schnell weg mit denen. Weil die natürlich natürlich dasselbe Ziel haben wie mein Mage, ne? Und zwar uns zu buffen. So, den haben wir schon hingerichtet. Oft wurde bemängelt von Spielezeitschriften, das wäre so ein heiles Durcheinander im Getümmel. Finde ich überhaupt nicht. Ja? Ich find's irgendwie cool. Ja? Was haben wir hier? Das ist ein Freund. Was bist du denn da oben? So. Jetzt kannst du ihn hier holen. Da ist er doch. Ah, eine Kiste. So, zack. Weg mit dir. Was haben wir hier? Großer, 3500 Gold, ne? Das ist doch geil, ja? Das ist doch geil, da wird man doch richtig neidisch. Aber hier ist doch irgendwo noch einer. Na da! Geht's noch? Ja.
So. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Und das Game ist der Hammer. Weiter geht's. Natürlich gibt es da auch natürlich auch größere Gegner, das ist jetzt alles irgendwie auf dem Weg. Es gibt Zyklopen, es gibt Chimäre, es gibt, keine Ahnung, Furz und Feuerstein, gibt es alles Mögliche. Das findet man alles im Laufe des Spiels. Ich habe sogar schon am Anfang gegen einen Zyklopen gekämpft, das ist total witzig. Ja. Man kann diese Gegner auch erklimmen, ja. Macht irre viel Spaß. Oh, Hallöchen. Na, was machst du denn hier so alleine? Wir haben eine Mission. Ja, da können wir uns von Weibsvolk nicht aufhalten lassen. Also geht's weiter. So, genießt einfach die Aussicht. Ja, kurzer Blick auf die Karte, weil hier geht wieder ein Weg ab. Jo, irgendwie in die Richtung, ne? Gucken wir mal. So, das heißt hier rein. Nee, das geht ja wieder nach unten. Nee, das ist nix. Das ist mal nix. Das ist so ein Außenposten. Ja. Wenn ihr Probleme mit dem Englischen habt, kann man auch diesen Vasalentext sich auch einblenden lassen in Deutsch. Aber in der Regel quatschen die nicht, quatschen die schon, also die ist schon nützlich, was sie quatschen. Ja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, Aufträge. Karte. Ja, ich komme hier aber ab, ich möchte allerdings rüber. Warum geht denn das nicht? Von wo aus komme ich da hin? Da müssen wir doch mal vielleicht die kleine Weggabelung nehmen. Ist halt viel Try and Error. Aber... irgendwie muss es ja da reingehen. Hinter den Berg. Ich meine, wie soll man da sonst hinkommen, ja? Wenn man jetzt mal hier hochläuft. Wir spurten mal eine Runde, damit es mal ein bisschen schneller geht. Tut mir leid, dass ich euch nicht mit Pferden oder keine Ahnung. Jetzt kommen bestimmt so ein paar Schlaumeier, die sagen, nö. Wenn wir noch einen Greifen reinpacken können oder ein Pferd oder was weiß ich. Komm mal, Häschen. So, da ging es hoch, ne? Sterbe ich hier? Wahrscheinlich. Finde ich ganz nett, dass mich das Spiel nicht automatisch in den Tod schickt. Ja. Hätte es ja machen können. Ach, das ist ja von hier aus geht es bestimmt. Na also. Ist ja sportlicher Kerl, ne? Ist doch klar. Ja, und ihr zwei von da oben, ne? Na logisch. So. Immer schön Pflanzen sammeln. Ja, kann man alles gebrauchen später. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier ankommen. So, jetzt gucke ich schon mal auf die Karte, weil ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mal so schlecht. Doch, das sieht doch ganz gut aus. Ich finde es auch praktisch, dass das Spiel dann immer wieder speichert. Hier ist auch immer gut zu wissen, immer... Upla! Ich wollte gerade sagen, immer ein Auge offen haben. Oh, hat der einen abgekriegt gerade. Sehr gut. Also die Gegend scheint machbar zu sein für uns. Also bis jetzt zumindest. Das sieht nicht schwer aus. Boah. Also immer den ersten Schuss daneben setzt. Ist immer so ein bisschen ärgerlich. Aber ich finde, es hat halt einfach was. Ne? Also es ist vom Movement, vom Gameplay, es ist echt super gemacht. Ja, also es macht irre viel Spaß. Kann man hier oben lang? Ja, sieht so aus. Da sind noch ein paar größere dabei. Geht ihr mal kämpfen, Jungs? Ich guck mal, was es hier so gibt. Okay, da lang. Nee, da! Na, wir gehen mal auf den Dreifachschuss. Ja, der Dicke da, ne? Ja, Vorsicht.